Ja, Leute, und herzlich willkommen zu Schlag den Raab, das dritte Spiel. Wir spielen heute mal ein schönes Ründchen. Ich nehme mal wieder was auf, ne, nach langer Zeit. Ich weiß. Aber wir hauen heute den Raab aufs Maul. Und ja, da wollte ich, dass ihr dabei seid, ne? Ich denke mal, das wird auch ganz lustig. Hier drücken wir mal erstmal die Enter-Taste. Heute bin ich bereit, alles zu geben. Ja, moinsen, Steven. So, warte mal, stellen wir mal eben ein bisschen die Musik leiser hier. Und die Effekte. So. Also so. Spiel 4, Spiel 7, So, Spiel 1. das müsste passen. So, dann gehen wir mal Show-Modus natürlich. Nein, ich möchte ein neues Spiel Jetzt starten. möchten Sie noch Ach, wissen, stimmt, ich muss wer, ja noch wie viele die und warum. Schwierigkeit Ach einstellen. nein, warum ist ja wohl klar. Schwer, so muss das. Muss ja auch eine Herausforderung sein, sonst ist es halt langweilig. Wähle die Anzahl des Spiels aus. Eins Gut, natürlich. wie heißt du Und denn? wir heißen Kevin oder ich. Und dann Na, bestätigen wir mal. wer darf's denn sein? Ja, der schon mal gar nicht. Wir nehmen den, wir nehmen den, wir nehmen Eine den. interessante Wir nehmen Wahl. den, wir nehmen Ich bin den. gespannt. Das passt. Schlag den Raab und Sie Ja, sind guten dabei, Tag. denn Sie haben guten Geschmack. Ja, warte, so weit von du. Willkommen. Was denn das erste Spiel? Oh, da ist es schon. Spiel 1. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer weiß mehr? Wer weiß mehr? Alles klar. Wer weiß mehr? Eine Frage mit 15 Antworten wird angezeigt. 5 Antworten sind falsch. Nun müsst ihr abwechselnd eine richtige Antwort feststellen, auswählen. Wer viermal falsch liegt, scheidet aus, der andere gewinnt. Alles klar. Verstanden? Wer weiß mehr? So, Kevin, drücke die Y-Taste, wenn du bereit bist. Mach ich doch gerne hier, Steven. Nochmal tief durchatmen. Alles Dabei klar. Ich handelt es sich um ein Sternbild. mein Stern. Ja, okay, das dürfte eigentlich nicht. Oh mein. Okay, ich. Oh. Ja, dann großer Wagen, ne? Das lasse ich mal so gelten. Stoppuhr erstmal gleich. Das kam ja wie aus der Küche. Pistole geschossen. Richtig. Orion auch? Weiß ich aus Man in Black in Band des Orion. Eine präzise und richtige Antwort. Ameise. H der Berenike. Meilenweit Ja, Ameise, Stefan, was ist denn los mit dir? und Spiel geht Ameise. weiter. So, er hat schon mal einmal Alle falsch. 10 bekannte Persönlichkeiten der Weimarer Ach du Republik. Scheiße. Oh mein Gott, ich werde so abkacken. Das ist jetzt pures Gras hier. Ja, das bestimmt, ne? Der Auto von dem klingt, glaube ich, der war dabei. Wie in der Ja, Schule, oder auch nicht? leider ungenügend. Ja, fast, Dann Kevin. machen wir Fast. voran. Okay. Welches ist eine Operette? Operette. Ach so, ja, okay, Operette. Warum muss ich eigentlich immer anfangen? Die lustige Witwe. Das bestimmt. Richtig. Yes! Das ist pures Gerate hier, Alter. Ich habe keine Ahnung. Stefan, Der klar und Vogelhändler. unbewusst. Das Land des Lächelns. Orpheus in der Unterwelt? Richtig. Jawoll! Jawoll! Orpheus in der Unterwelt! Stimmt. Kiss me. So, warte, warte, was haben wir denn noch hier? Lulu. Lulu. Aida. Nanette. Der Vogelhändler, würde ich jetzt sagen. Ja, das ist Jawoll. richtig. Ja. Jawoll, Alter. Gut gemacht. Was hat er jetzt genommen? Ach, hier. Das. Falsch. Nein! Vielleicht solltest du einfach Oh, Antwort sagen und Hoffmanns ich Erzählungen war falsch. falsch. Ja, komm, laber mich nicht zu, Alter. Dann wähl Wir doch machen selbst weiter. aus. Alles klar, mach mal weiter. Bei welchem Kunstwerk handelt es sich um ein Bild von Oh Lorca? mein Gott, wer ist Warhol? Warhol. Da Ach, kennt er muss sich anfangen. aus. Triple Elvis, Alter. Ich meine Sonnenblumen. Selbst wenn ich Alter, ich dicht und betrunken wäre, würde ich diese Antwort nicht gelten. Ja, leck mich. Und munter weiter. Ja, aber wer soll das denn Er war wissen, ein Alter? Künstler der Romantik. Wer soll das denn wissen, ey? Och, du Scheiße.
Ich hab keine Ahnung, Leute, Mann. Clara Schumann. Jawoll ja. Jawoll ja. Stefan. Wer war ein Künstler der Romantik? Wer war ein Künstler der Romantik? Pff. Heilige Scheiße. Friedrich Nietzsche. Ludwig Richter. Weiter so. Bravo. Richtig. Alter, der geht voll ab, ey. Künstler der Romantik. Das ist so falsch. Egal, ich hab verloren. Ich hatte auch keine Ahnung, was ist, ey. Stefan, hättet ihr da alles gewusst, bestimmt, ne? Ihr hättet alles gewusst, ja. Aber naja, ist ja das erste Spiel, ist noch alles drin. Wer ist wem, warum, wie voraus? Am Ende ist die Ente fett. So, hier, offene Punkte 119, also ist noch alles offen. Ganz easy, Leute, ganz easy. So, zweites Spiel. Spiel 2. Knöpfchen drücken. Ihr sollt durch Knöpfchen drücken den Zähler einer Zählmaschine hochtreiben. Der Spieler, der nach einer Minute die höchste Zahl erreicht hat, gewinnt. Alles klar. Ein Knöpfchen ist zu drücken und zu... Ja. Okay. Seid ihr beide bereit? Beim Signal geht's los. So, wie drücke ich das denn? Oh, Alter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, Alter. Boah, Junge, es geht dann in die Finger. Heilige Scheiße. 30 Sekunden noch, Alter. Wie soll ich denn so lange durchhalten? Ich bade mich gerade in der Wärme eurer Schwäche. Ja, ja, du bist schwul, Alter. 200, er hat 100, 190 hat er jetzt. Komm schon, wenn ich dranbleib, dann schaffen wir das. Oh, Alter, das geht in die Hände, das glaubt ihr gar nicht. 250. Ja, das müssen wir eigentlich schaffen. Das müssen wir schaffen. Außer wenn er jetzt nochmal Nitro einlegt. Ja, schneller drück du doch, Alter. 300. Ja, das ist unser Spiel, Alter. Jawohl, haben wir gewonnen. Haben wir gewonnen, oder? Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja, nice, nice. Alter. Boah. Ein grandioser Sieg. Spannend. Puh. Für mich war das Ende gar nicht bitter. Aber für mich war das Ende gar nicht bitter. Boah, Alter, das geht in die Hände. Was sagt uns die Statistik? Ja, und schon sind wir wieder in Führung. So schnell geht das, Stefan. Brauchst du gar nicht denken. So, Spiel 3 hier, 117 noch. Spiel 3. Auf geht's. Spiel 3. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein unkenntliches Foto wird nach und nach klarer. Bass, sobald ihr eine Antwort habt und wählt eine Antwort aus. Ist die Antwort falsch, bekommt euer Gegenspieler einen Punkt. Er kann auch versuchen, die Fragen zu beantworten und sich so einen zweiten Punkt sichern. Es gewinnt der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat. Ja, das ist easy, ne? Was easy. Ist das? So. Y-Taste und jetzt los geht's. Fangen wir an. Jetzt bin ich mal Achtung. Gespannt. Eine Tasse. Das ist, ich glaube das. Das ja! Yes! Einmachglasdeckel, Alter. Boah, Alter, das sieht aber komisch aus, ey. Dann starten wir mal die nächste Runde. Yes, Führung. Was ist das? Krawatten, ja, Krawatten. Ist doch gar nicht so schwer, oder? Krawatten. Ich wusste, dass das irgendwo irgendwie in Mantel Anzugrichtung geht. Wir machen dann mal früh und Krawatten, ja. Nächstes Bild schon. Irgendwas zu essen, das ist Gemüseteller, Wandteller, Obstteller, Suppenteller, Obstteller. Die Runde ging an. Ja, wenn Bananen ist, Obstteller. Müssen Bananen drauf sein eigentlich. Ja, Bananen mit. Ich dachte erst, es wäre irgendwas mit Pommes und was weiß ich, irgendwie Soße oder da so. Da würde ich mich schwer tun. Aber gut. Aber so fette Pommes gibt's ja gar nicht. Was ist das denn? Rad. Ein Wagenrad. Die Runde ging an dich. Das war boah, Alter, hier kann ich richtig abstauben gerade. Ich bin mich auch voll am Konzentrieren, weil schwer... Hurtig schreiten wir schwer vor. Kann schon, was ist das denn? Mixer.
Mixer. So, diese Runde. Ach, Püree, ja, meine ich auch. Pürierstab. Gut. Pürierstab. Was wollte ich? Ach ja. Oh, jetzt kommt der letzte Punkt, Alter. Gläser. Einmachgläser. Tja, nur so weiter. Ja. Nicht schlecht. Wer so einen Blick hat, bekommt es zu gewinnen. Yes, Alter. Auch drittes Spiel gewonnen. Wer liegt vorne, wer hinten? Aufgepasst. 5-1, ja. Aber trotzdem ist immer noch alles offen. Viertes Spiel.